Sesamstraße präsentiert. Jetzt kriegt hier auch noch einer eine Backe. Und na super, toll. Ja, toll, klasse. Oh, hallo. Jetzt. Werner und ich sind hier verabredet. Genau hier an dieser Stelle. Mensch. Glaube ich zumindest. Dann willst du lieber hier im Schatten sein, oder? Eigentlich müsste Bernd längst hier sein. Komisch, dass er noch nicht da ist. Pass mal auf, ich weiß ja nicht, auf welchem Baum du stehst. Du bist doch immer so pünktlich. Bernd, bist du vielleicht hier drin, Bernd? Das, wo ich gerade mit Oliver geredet habe. Der musste nämlich das sich über sich ergehen lassen in der Filmszene. Hey, Ernie. Eigentlich mit einem ganz anderen Kaliber. Was machst du denn hier? Mit ganz anderen Kalibern. Bert. Ich bin hier mit ihm zum Äpfelpflücken verabredet. Ja, vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen. Oh, meinst du? Aber was könnte das sein? Ja, ja. Weißt du, wenn du hier, du kannst nicht schwimmen. Wenn du hier bist, dann sieht das ein bisschen schlecht aus für dich. Wir müssen nicht über das Wasser fliegen. Den Käfer? Das ist gar nicht so einfach, ne? Weil jetzt die Temperaturen, bei den Temperaturen ganz überhaupt erst fliegen. Und weißt du, du hast nur eins im Kopf. Nicht viel Zeit dafür. Bist du hier drin, Bert? Bert ist unser bester Freund. Also, immer du auch bist. Hier drin ist er nicht, Lena. If you're going to San Francisco, be sure to wear some beetle on your face. Vielleicht kam auch ein Frosch vorbei. Also. Mit Zauberstab und sprach dabei. Oh. Du bist ein Apfel, 1, 2, 3. Und schwupps, da war's passiert. Was kannst du jetzt mal bitte darauf klettern? Doch plötzlich hing er an einem Apfel. Danke. An einem Apfelbaum als Gast. Und kann uns wahrscheinlich sehr gut hören. Oh nein. Bert. Oh Bert. Wo Bert? Bist du nur geblieben? Oh Bert. Oh Bert. Du bist unser bester Freund. Bert, bist du das? Ich bin auch gedacht, ich da noch ein bisschen Wasser fällt. Bert, geht's dir gut, Bert? Ja, jetzt sitzt du auch noch auf der Kamera. Das könnte Bert sein. Gut, dann müssen wir uns weiter mit dem Mann nennen. Oder vielleicht auch nicht. Du bringst mir Spaß. Wo ist er? Was macht er? Tja. Es ist doch bisher noch niemals geschehen. Das kann doch gar nicht sein. Das ist sogar noch nicht so auf Amsel, dass er dir schmeckt. So, pass auf. Kommt das hier auf die Rinde? Wo denn? Wo? So. Wahrscheinlich ist in diesem Fall Binde. Dass ein UFO Binde. Aus dem All hier landete Binde. Mit Blitz und Knall. Und Bert war sehr erstaunt. Binde. Und dann? Fremde Wesen auf einmal stiegen auf. Das ist ein Element. Oh nein. Bert hatte gar keine Wahl. Er flog dann einfach mit. Flog mit? Aha. Bist du da? Kannst du uns sehen? Bert, oh Bert. Du bist doch unser bester Freund, Bert. Bert, Bert, oh Bert. Wo bist du? Oh Bert. Oh Bert. Und welches kommt jetzt gleich ein Vogel geflogen? Hallo, du weißt schon, wie du dich da hast. Oh Bert, da bist du ja, Bert. Oh. Aber wieso? Dann geh mal durch den Wald und versuch den so zu finden. Ich hab auf euch gewartet, wo wir verabredet waren, Ernie. Oh. Und wir dachten schon, du wärst von Außerirdischen entführt worden. Genau, Bert. Außerirdische? So ein Quatsch. Die gibt es doch gar nicht. Nicht? Außerirdische. Piep, 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 piep. Aha. Aha. Piep, 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 piep. No, 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 no